Wuff. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benny. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir meine ganzen Anturien. Von daher hol dir was zu essen und was zu trinken. Und wir steigen auch direkt ein, würde ich mal sagen. Und wir fangen direkt mit den großen Anturien an. Ich glaube, 3 Stück sind es insgesamt. Viel Spaß. Fangen wir mit meiner zweitgrößten Anturie an, die ich habe. Und zwar ist es eine Anthurium Regale X Crystallinum, das heißt auch ein schöner Hybrid, den habe ich mir letztes Jahr von Aequagenera Europa gekauft. Für, weiß ich gar nicht mehr, 100, 150 Euro oder so. Müsste ich jetzt lügen, aber raten. Die Blätter oder besonders das Blatt, das ist kaputt. Das ist so ein bisschen zu mir gewölbt und die Ecken sind ein bisschen kaputt, und zwar Aequagenera hat eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit in ihrem Laden und ich aber bei mir nicht. Und weil ich die Pflanze nicht so wirklich akklimatisieren konnte und das Blatt wirklich gerade frisch am Ausrollen war, habe ich jetzt da so einen kleinen Luftfeuchtigkeitsschock oder das Blatt so einen kleinen Schock bekommen. Passiert. Das heißt, das hier ist das neueste Blatt. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch noch mal ein Blatt rauskriege, was nicht in irgendeiner Art und Weise kaputt geht. Aber ich glaube, dafür müsste ich mir dann irgendwie eine höhere Luftfeuchtigkeit hier im Raum zulegen. Das mache ich aber nicht, weil ich habe dann zu viel Angst um die Tapeten. Nicht, dass ich dann irgendwann mal in den Raum komme und die Tapeten macht. Eine sehr spannende Zeit. Und zwar blüht diese Anthurie. Genau, ich hoffe, dass ich irgendeine Anthurie miteinander kreuzen kann. Das wäre wahnsinnig, wenn ich das irgendwie hinkriege. Gucken wir mal. Genau. Und ich glaube, wir steigen jetzt auch sofort zur nächsten Anthurie. Moment. Meine absolute Lieblingspflanze, die Anthurium veggie Eye. Habt ihr vielleicht schon aus diesem Video gesehen, wo ich euch mehr versucht habe, wo ich euch mehr erzähle, wie man diese Pflanze erfolgreich pflegt, vermehrt und euch ein paar Tipps und Tricks gebe. Ich zeige es euch mal. Ich liebe diese Pflanze, habe ich richtig Glück gehabt. Habe ich auch bei Aequagenera Europa gekauft, wie gefühlt alle meine Pflanzen. Nicht wahnsinnig. Die Pflanze blüht leider oder hat bei mir noch nicht geblüht. Das hier ist die White Form. Es gibt ja zwei verschiedene Arten, die erkläre ich dir aber auch genauer im Video. Das ist die White Form. Die erkennt man daran, dass die Abstände zwischen den Rillen ein bisschen größer ist als zu der Narrow Form. Wahnsinnig, wahnsinnig schöne Pflanze. Ich finde, die Pflanze wird deswegen oder wird erst so schön, wenn die Blätter wirklich eine gewisse Größe haben. Von der Rückseite eigentlich ziemlich antiklimatisch. Klar, man sieht ja diese kleinen Bauchmuskeln. Wenn man keine im echten Leben hat, dann hat man eine Veggie-Eye, weiß ich nicht. Genau, auch wieder in lecker. Genau. Kommen wir zu meiner größten Anthurie, und zwar der Anthurie Insigne Gigante. Die muss ich euch jetzt so zeigen. Weil bewegen will ich sie jetzt halt eher ungerne. Wie ihr sicherlich schon in dem ersten Video gesehen habt, ist sie halt immer noch in dem gleichen Status wie zu dem Repot with Me. Und zwar steht sie halt immer noch in Wasser. Guckt euch mal diese Blätter an. Wahnsinnig, oder? Und zwar, ich habe noch nie eine Pflanze gehabt, die bei mir in Wasser steht und anfängt zu blühen. Das hatte ich wirklich noch nie. Vor allem, der ist so schön rot. Wie ich schon sehe, kriegt sie da auch gleich noch ein neues Blatt. Okay, ich muss sie wirklich ganz dringend einpflanzen, damit sich die Blätter auch mal ein bisschen in die richtige Richtung heben. Guck dir mal dieses Blatt an, ey. Faszinierend. Genau, auch von Aequagenera Europa gekauft. Dieses Jahr, genau, war ich ja das letzte Mal da. Genau, meine größte Anthurie, die ich besitze. Zu dem kleinen Philodendron-Monster da hinten. Finde ich sehr nett, dass die Pflanzen trotzdem immer noch mich in der Wohnung wohnen lassen.
Jetzt, wo ihr die größten Anthurien von mir gesehen habt, fangen wir auch direkt an. Ein kompletter Tisch steht voll. Von daher würde ich sagen, wir arbeiten uns so ganz langsam vor. Und zwar, wir fangen auch zuerst mit den Kristallinum an. Ich habe mir insgesamt beim Holländer am Olympiastadion so einen großen Eimer mal gekauft. Ah, hier ist sogar noch der Preis dran, genau. Anthurium Crystallinum für 40 Euro und da waren, glaube ich, insgesamt 5 Stück drin, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere. Das ist Nummer 1. Sie steht in Lecker. Ich liebe Crystallinum. Nummer 1. Crystallinum Nummer 2. Die bleibt da stehen, weil sonst seht ihr, dass da hinten einfach gar nichts steht. Guckt euch das Blatt an. Wenn da nicht das kleine Loch wäre, oder? Genau, die kleinen Babyblätter sind da auch noch dran oder die kaputten. Die waren aber schon kaputt. Daran hatte ich jetzt keine Schuld. Das ist Nummer 2. Hier steht doch, glaube ich, irgendwo Nummer 3. Genau. Hier ist Nummer 3. Ah, die neuesten Blätter sehen jetzt ein bisschen besser aus, weil die alten. Die war da so zusammengeschrumpelt oder zusammengequetscht, dass die Blätter einfach ein bisschen oll ausgesehen haben. Aber phänomenal, oder? Eine steht noch bei meiner Mutter, eine Pflanze. Da dachte ich, okay, was will ich jetzt wirklich mit 5 Crystallinum? 3 reichen mir. Genau, konnte ich einfach nicht widerstehen. Weil ich wollte eigentlich schon immer eine Kristallino haben. Die Ecke verdecken. Ich wollte eigentlich schon immer mal eine Kristallino haben, deswegen war der Preis eigentlich sehr gerechtfertigt, fand ich zumindest. Jetzt hat eigentlich jeder eine Kristallino von mir und alles ist super. Kommen wir auch schon zur nächsten Pflanze, und zwar der Anthurium pallidiflorum. Ja, richtig. Ich war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr in der Botanika in Hamm und habe mir die gekauft. Wegen den sehr langen Blättern. Ich liebe diese Pflanze. Alles, was so lange oder große Blätter hat, da stehe ich ja voll drauf. Die Blätter, ich habe irgendwie immer ein bisschen Probleme, weil ich die immer alle 14 Tage oder alle 4 Wochen durchspüle. Trage ich halt eigentlich wirklich alle Pflanzen ins Badezimmer und spüle die halt einmal durch und wechsle das Wasser. Und deswegen kann das halt sein, dass halt manche Blätter einfach ein bisschen kaputt aussehen oder die Pflanzen, das ein bisschen ramponiert aussieht. Das ist halt so. Ich habe auch keinen Luftbefeuchter oder sowas, um das ein bisschen zu regulieren, damit die Blätter nicht so kaputt sind. Guck mal, neues Blatt. Aber ist halt so, alles in Lecker bei mir, auch wieder der gleiche Topf. Ich liebe diese Töpfe. Ich kann ja das gar nicht genug sagen. Hat so Vor- und Nachteile, ne? A, man sieht die Wurzeln sehr schön. Und B, wenn da irgendwie Licht auf den Topf kommt, dann kann es halt sein, dass sich hier unten Algen bilden, was auch wieder den pH-Wert verändert. Deswegen muss man da immer ein bisschen hinterher sein und nicht allzu lange warten. Anthurium pallidiflorum. Sehr schöne Pflanze. Ich hoffe, dass sie noch ein paar mehr Blätter kriegt, die nicht so ramponiert aussehen. Dass sie halt auch wirklich so richtig schöne, volle Blätter kriegt. Sehr schöne Pflanze. Wir kommen ja ziemlich gut durch. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es. 15 bis 20 Minuten ist eigentlich immer so meine Grenze, weil mehr guckt ihr ja sowieso nicht. Anthurium Delta Ports. Eine Pflanze, die war oder ist immer noch sehr begehrt. Ich kann euch sagen, dass Harmony Plants, da kostet die Pflanze gerade 80 Euro. Ich habe 160 dafür bezahlt. Das heißt, wenn ihr noch eine braucht, dann ist, also ich weiß zumindest, dass es bei Harmony Plants die gibt oder immer mal wieder gibt. Ich habe so eine kleine Hassliebe mit meiner Pflanze, bin ich ganz ehrlich, denn sie ist sehr langsam im Wachstum, zumindest bei mir. Ja, ich glaube, das hat eine sehr lange Zeit gebraucht, bevor ich, das ist das allerneueste Blatt, bevor das Blatt halt überhaupt rausgekommen ist. Sehr schön, oder?
auch wieder in lecker. Ja, ich weiß, der Topf ist ein bisschen zu groß für die Pflanze, aber das ist sozusagen so meine letzte Topfgröße. Größer werden die Töpfe bei mir wirklich nicht mehr. Ansonsten starte ich die Pflanzen dann immer neu. Das heißt, ich schneide die dann immer ab und dann kommen die in meine Wachstumsboxen. Wenn du wissen willst, wie ich meine Boxen aufbaue, dann klick doch hier oben. Genau. Ich hoffe, dass die Pflanze sehr schnell noch ein bisschen größer wird, weil ich liebe die Blattform, wenn die ein bisschen größer wird. Genau, sehr schöne Pflanze. Langsam im Wachstum, zumindest bei mir. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mich sehr gefreut, als das erste Blatt rausgekommen ist. Weil ich dachte, okay, noch ein Monat vergeht, noch ein Monat vergeht und da kommt halt einfach nichts. Aber vielleicht Qualität vor Quantität, ne? So. Oh, ich hoffe, ich habe mir den Namen hier aufgeschrieben. Nee, dann blende ich ihn dir bestimmt ein. Sie scheint ein bisschen rumzuzicken, zumindest bei mir. Das hier war das allererste Blatt. Das ist mir in der Zwischenzeit immer ein bisschen verbrannt. Ich habe sowieso in der letzten Zeit ein bisschen Probleme mit den Wurzeln, ist mir aufgefallen. Bei ein paar Pflanzen habe ich ein bisschen Wurzelfäule und ich habe aber nichts anderes gemacht. Wärme, keine Ahnung. Das ist das erste Blatt. Dann haben wir hier noch ein kaputtes. Das hier ist, glaube ich, das letzte. Genau. Aber sehr schön. Was ich so ein bisschen bei den Anthurien so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen generisch finde, aber so ein bisschen, entweder die Blätter haben Streifen oder sie haben keine Streifen. Das ist so Anthurium in a nutshell. Deswegen finde ich so die Blätter bei den Anthurien nicht so wirklich abwechslungsreich. Also entweder sie haben Streifen oder sie haben Wellen drin, zum Beispiel bei der Luxurianz oder so. Aber bin ich vielleicht nur. Genau, hier kriegen wir auch noch ein neues Blatt. Finde ich sehr schön. Ansonsten habe ich, glaube ich, keine Probleme mit der. Unten gucken noch nicht so wirklich Wurzeln raus. Nee, hier auch nicht. Nee. Eine sehr schöne Pflanze, finde ich. Ich hoffe, dass die Blätter noch irgendwann noch ein bisschen größer werden und dass sie ein bisschen aufhört, so rumzuzicken. Genau. Nein, kein Trips, kein Trips. Nein, okay, super. Ich habe so Probleme mit Tripsen aktuell, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich musste mein Philodendron Xanadu komplett kahl schneiden, weil da waren so viele Tripse drin, ich habe die auch einfach nicht mehr weggekriegt. Das heißt, ich sprühe die eigentlich alle 14 Tage oder 4 Wochen mit einer Seifenlösung und oder Neemöl an. Aber wenn ich keine Blätter mehr habe, dann kann ich nichts mehr ansprühen. Und wenn ich da trotzdem jeden Tag noch 3 bis 5 Tripse drauf finde, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Egal, wir sind jetzt bei den Anthurien. Anthurium Penguin Night, und zwar das ist ein Hybrid aus Nigrolaminum GigiX Regale. Wunderschön den Namen verstümmelt. Die Pflanze habe ich von Aquagenera Europa gekriegt oder nicht gekriegt, gekauft. Ich fahre eigentlich immer ein bis zweimal dahin. Ich liebe diesen Laden, weil da kannst du dir, ich glaube, die haben inzwischen 3 Räume oder so. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann klick hier oben. Du hast so viel Platz und da sind so wenig Leute im Gegensatz zu der Ausstellung in Hamm, wo du nur in Trippelschritten vorankommst, liebe ich Aquagenera. Du hast so viel Platz, so viel Ruhe, du kannst da 2, 3 Stunden dir alles angucken, durch die Räume gehen, so viele verschiedene Anthurien und Hybriden. Und es ist halt nochmal was anderes, als wenn du wirklich in dem, wenn du dir den Instagram Live-Sale anguckst, weil da kannst du die Pflanzen wirklich aussuchen, da stehen wirklich 7, 15 Pflanzen, alles das Gleiche und du kannst dir da wirklich deine Pflanze aussuchen, die du halt haben willst. Genau, war ich am Anfang des Jahres da. Ich habe mich dann gegen Hamm entschieden.
Ich finde, für mich ist es das nicht. Ich finde es einfach zu voll. Wir hätten zwar hier in Berlin den ICC, aber genau, dann nicht. Genau, deswegen bin ich eigentlich immer nicht so gerne, gerne in Hamm. Ich fahre da 4 Stunden hin. Und dann hat er nur so in Trippelschritten voranzukommen. Klar, zum Socializen ist es vielleicht irgendwie ganz nett und um euch oder andere YouTuber mal kennenzulernen, aber das ist es halt und dafür fahre ich jetzt nicht 4 Stunden am Stück. Die Penguin Night gefällt mir jetzt inzwischen. Je älter sie wird, gefällt sie mir eigentlich umso besser. Ich hatte sie mir halt eigentlich gekauft, weil die Blätter halt so richtig schön dunkel sind und weil sie halt auch irgendwie immer schön, immer länger werden. Das hier, lass mich mal kurz überlegen. Nee, das hier war das erste leider. Das hier war das letzte. Aber ich glaube, dass es noch nicht ganz ausgehärtet ist. Gucken wir mal. Die Penguin Night. Auch wieder in Lecker. Bei mir steht irgendwie alles in Lecker. Vorher hatte ich alles in Ponn. Ponn wird mir aber inzwischen irgendwie ein bisschen zu schwer, gerade wenn ihr diese riesen Pflanzen hier im Hintergrund seht. Die hebe ich dann nicht mehr hoch, wenn Ponn nass wird. Müsste ich dann ein bisschen mehr Spinat essen oder so. Penguin Night. Genau, haben wir sie jetzt auch gesehen. Nee, so dicht auf der Kante. Die nächste Pflanze. Anthurium radicans X. luxurians. Das war, glaube ich, mit die neueste Pflanze, die ich mir gekauft habe. Vom Holländer am Olympiastadion. Hier fand ich das eigentlich ganz interessant, dass die Blätter alle so eine unterschiedliche Farbe haben. Also zum Beispiel das hier ist einer der neueren Blätter. Das hier ist ein bisschen was Älteres. Und die haben das Blatt, das hat so eine richtige ledrige, die sind so richtig hart und ledrig, deswegen mag ich das so. Also im Vergleich zu den anderen, zu den anderen Pflanzenblättern. Gut, die Crystallinum ist jetzt halt auch ein bisschen dicker, aber das hier ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und Wellen hatten wir halt auch noch nicht. Und natürlich zwei Pollenstängel. Ich habe auch ein paar Anthurien dabei, die blühen aktuell. Meine große Insigne Gigante habt ihr auch schon gesehen, die blüht. War ich sehr überrascht. Genau, hier sind, glaube ich, zwei Pflanzen drin. Sie steht auf Erde, weil ich wollte eigentlich irgendwann mal mit euch ein kleines Video drehen, wie ich ein Trips. Euch. Keiner mag euch. Geht einfach weg. Wie ich meine Pflanzen auf Semi-Hydro vorbereite. Deswegen stehen hier, glaube ich, noch zwei Pflanzen auf Erde, weil ich das eigentlich mit euch zusammen machen wollte. Aber irgendwie fehlt mir da noch die richtige Idee. Genau, deswegen habe ich mir die Pflanze ausgesucht. A, wegen dem Luxurianzanteil, weil die Blätter so schön ledrig sind. Und die hat genau 50 Euro gekostet. Genau. Und weil die Blätter halt auch noch so ein bisschen anders aussehen. Genau. Das war so der Grund. Und natürlich 2 für 1. Super, super Idee. Wie die Wurzeln aussehen, kann ich ja noch nicht so wirklich sagen. Hier unten guckt zwar schon ein bisschen was raus. Gucken. Aber werdet da ja höchstwahrscheinlich sehen, wenn wir entweder einen Repot with me machen, dann können wir die Pflanze da gemeinsam rausholen. Oder ich mache das mit euch in einem anderen Video. Genau, Radicans X. luxurians finde ich eine sehr schöne Pflanze, weil die Blätter auch so schön leuchten, finde ich. Stellen wir auch wieder zurück, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Ja, ich muss die Namen immer ablesen, weil so viele Pflanzen irgendwann Anthurium regale X. luxurians. Habe ich ein bisschen Probleme mit, ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht wieso, aber ab einem gewissen Grund hatte sie ein bisschen Wurzelfäule. Jetzt ist es eigentlich, hier guckt noch nichts raus, außer glaube ich, hier ist eine Wurzel. Genau, die wächst nach oben anstatt nach unten. Naja, Hauptsache sie wächst. Sie hatte vorher mal ein paar mehr Blätter, dann hat sie richtig stark Wurzelfäule gekriegt. Und seitdem
hat sie nur noch ein Blatt. Ich weiß, dass hier noch ein neues rauskommen oder rauskommen möchte. Hier, ne? Aber das dauert noch sehr und seitdem steht sie wirklich direkt am Licht und gibt ihr Bestes. Auch wieder hier fand ich sehr schön. Also ich finde, ich liebe diese Pflanze, aber irgendwie hat sie so ein bisschen Probleme bei mir. Genau, hier oben seht ihr vielleicht, hier oben ist so eine kleine hellere Stelle hier. Das ist, weil die Pflanze da direkt am Licht steht. Also wirklich 0 Zentimeter mehr Spielraum. Ich liebe dieses Blatt. Aber weil es auch wieder leuchtet, weil es diese kleinen Wellen oder Bumpers da drin hat, finde ich eine sehr schöne Pflanze. Aber bei mir ein bisschen divahaft. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich die von Aquagenera Europa gekauft habe. Wie gefühlt alle meine Pflanzen, weil ich liebe diesen Laden. Beschriftet der Laden die Pflanzen richtig und nicht irgendwie fake-mäßig. Boah, wir haben jetzt XY9 und eigentlich ist es das nicht. Wenn ihr die Chance habt, dahin zu fahren, dann macht das unbedingt. Genau. Das war's. Ich hätte gerne, dass du ein paar mehr Blätter kriegst, aber vielleicht finden wir uns ja noch. Ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt eine andere Pflanze. Und zwar hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Zuerst, wie heißt die Pflanze? Anthurium Splendid Martina. Das heißt, es ist ein Hybrid aus Bessae und Anthurium Splendidum. ja, die Blätter sehen ein bisschen mitgenommen aus. Und zwar habe ich die zu ruppig aus der Vermehrungskiste genommen. Und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Von daher kann ich dir das Blatt jetzt nicht so wirklich zeigen, weil es etwas kaputt gegangen ist. Eigentlich sagt man sich, wenn man die Blätter oder wenn man Pflanzen aus der Wachstumsbox nimmt, dann lässt man oder dann gewöhnt man sie halt erst so ganz langsam an die Luftfeuchtigkeit. Das heißt, man macht immer jede Stunde oder alle paar Stunden mal so ein bisschen die Box auf und lässt das so ein bisschen offen, damit die Luftfeuchtigkeit rausgeht. Und dann, wenn sie sich so langsam an die Luftfeuchtigkeit gewöhnt hat und man den Deckel sozusagen komplett irgendwann abnimmt, dann kann sie wieder raus. Mache ich aber nicht. Und deswegen ist es die erste Pflanze, bei der es jetzt ein bisschen schief gelaufen ist. ich hoffe nicht, dass ich sie damit getötet habe, aber hier unten zumindest gucken ein paar Wurzeln raus. Kann ich das irgendwie zeigen? Mal gucken, wenn ich das jetzt hier so reinhalte. Genau, da seht ihr vielleicht so zwei kleine Wurzelchen. Jetzt ist mein ganzer Tisch nass. Ja, kann ich nicht so wirklich viel zu sagen. Also eigentlich ist es so ähnlich wie die Pflanze, die wir eben gerade gesehen haben, außer dass die Blätter ein bisschen dunkler sind. Ja, hat Benny falsch gemacht. Aber ich muss wirklich sagen, dass es die erste Pflanze ist, bei der mir das so ein bisschen schief gelaufen ist. Bei dem Rest hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und wenn jetzt irgendwie andere Leute sagen, boah, du musst 4 Stunden oder ein paar Tage lang alle paar Stunden die Box öffnen. Da habe ich denn persönlich so nicht so wirklich die Lust zu. Sondern kann es passieren, dass dann meine Pflanze so aussieht. Oh, bitte lass irgendwo, genau, eine Anthurium Genmanii für 15 Euro. Fand ich sehr schön. Ein Trips. Ja, okay. Fand ich wirklich sehr schön. Und für den Preis musste ich die Pflanze halt einfach mitnehmen, A, wegen der Wuchsform, weil sie wirklich so komplett anders wächst als alle Anthurien, die ich bis jetzt hatte. Und für den Preis musste ich da halt einfach zuschlagen. Und zwar, hier sind auch wieder eins, zwei Pflanzen drin. Und zwar wächst die Pflanze so. Hier, das hier. Das hier auf der Seite ist eine neue Pflanze. Genau. Und die Pflanze musste ich einfach haben. Die Pflanze habe ich beim Holländer am Olympiastadion gekauft.
Und ich weiß, dass es die Pflanze auch noch in Gold gibt. Das heißt, die Blätter sind dann eher so ein bisschen gelblich. Hat mir persönlich jetzt nicht so gefallen. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass ich die hier für 15 Euro mitgenommen habe. Und ich hoffe, dass die Blätter noch sehr viel größer werden. Die steht auch immer noch in Erde, genau aus dem gleichen Grund wie die erste Pflanze, die wir gesehen haben. Ich wollte mit euch eigentlich entweder einen Report with me machen oder mit euch gemeinsam euch zeigen, wie ich diese Pflanze auf Semi-Hydro umgewöhne. So eine große Magie dahinter ist es eigentlich nicht. Aber genau aus dem Grund habe ich die Pflanze gekauft. Stellt euch mal vor, wenn die genauso groß wird wie eine der Pflanzen hier im Hintergrund, dass die Blätter dann so richtig schön auswölben. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Vor allem für den Preis, 15 Euro, konnte ich jetzt wirklich nicht meckern. Eine Anthurium Villenaorum für 40 Euro, oder damals habe ich sie zumindest mir für 40 Euro gekauft. Und sie befindet sich gerade auch in der Blüte, in der weiblichen Form. Das heißt, ich könnte sie jetzt bestäuben, wenn ich Pollen hätte. Mann, ich zeige dir erstmal die Pflanze, ne? Auch wieder ein weißer Streifen in der Mitte. Die Blätter sind ja eigentlich genauso ähnlich wie bei der Crystallinum. Sie wächst ein bisschen komisch, habe ich so das Gefühl. Weil hier ist das Blatt nämlich ein bisschen ausgerollt. Hier rollt es sich auch irgendwie nicht so wirklich aus. Da habe ich wieder ein paar kaputte Blätter. Das ist aber völlig normal, wenn man da mal ein bisschen was Kaputtes hat. Genau. Und das ist die Pflanze. Hier sind aber, glaube ich, auch mehr als eine drin, oder? Die kommt aus der Tissue Culture. Und das ist so ein Wachstumsmonster. Habt ihr vielleicht auch schon bei anderen YouTubern gesehen oder bei Kathy Allen zum Beispiel? Wenn ich den Namen jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen habe. Dass ihr da manchmal habt ihr ja so eine Wachstumsmonster. Da hast du dann ganz viele einzelne Pflanzen an einem Wurzelballen dran. Ich hoffe nicht, dass das sowas ist, weil das sieht mir ein bisschen komisch aus. Da innen drin. Also es sollte zumindest nur eine Pflanze sein. Ich weiß nicht, was daraus in der Zwischenzeit geworden ist. genau, sie wächst in der weiblichen Form. Das heißt, ich sehe jetzt hier so kleine Tropfen dran. Ne, doch, da. Zittern. Wenn ich jetzt da männliche Pollen oder Pollen raufstreuen würde, dann würde ich diese Pflanze jetzt damit bestäuben. Habe ich aber nicht. Von daher warten und hoffen wir mal. Die Pflanze haben wir jetzt auch. Die letzte Pflanze. Wir haben es geschafft. Und zwar, das ist eine Anthurium Bessae X Anthurium Luxurians. Schön, oder? Ich mag diesen kleinen hellen Spot hier oben, dass das so langsam rausstreut von der Blattdicke her. Eigentlich fast genau identisch mit der Crystallinum. Da ist ein anderes Blatt und das ist, glaube ich, das letzte und auch wieder ein bisschen kaputt. Das ist ja auch völlig normal. Rein von den Wurzeln her, naja, ein bisschen. Müsste ich, glaube ich, auch mal wieder das Wasser wechseln. Da. Ne? Genau, und das war meine komplette 16 Anthurium-Kollektion in kurzer Form. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Kommentar da. Habt ihr sonst noch irgendwelche Vorschläge oder irgendwelche Fragen? Dann lasst es mich doch gerne wissen. Ansonsten würde ich sagen. Tschö mit Ö. Natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Welche Pflanzen habt ihr denn? Oder habt ihr irgendeine Pflanze, die euch besonders gerne gefällt? Dann lasst es mich doch gerne wissen. Und ich hoffe, man sieht sich in einem anderen Video. Bis gleich.